Oh, der war satt. War überragend, ey. Das sind die Besten, wenn die so wirklich so richtig schön satt zurückprallen. Übrigens, bisher hat nur Jens eine Rotten. Der war zu hoch. Shit, ey. Nur Jens eine Rotten. So, ich bin jetzt hier im Stadion vom MVV Maastricht mit dem Erik und jetzt gibt's wieder unser bekanntes Lattenschießen. Jeder von uns hat 5 Schuss. Erik, du darfst beginnen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ja, danke schön. Wer hat das stimmt? Habt ihr das früher auch öfters mal im Training gespielt? Als ja, nachher. Warst? Nachher, aber eigentlich ist das erst gekommen, nachdem ich aufgehört habe. Wir haben ja immer versucht, die Bälle ins Tor zu schießen und nicht auf die Latte. Aber ja, lass uns mal versuchen. Der war knapp. Oder? Der war relativ knapp, ja. Aber so, knapp. Jetzt ich. Knapp falls, falls der jetzt vollkommen in die Hose geht, darfst du mich nicht auslachen. Möchtest du von Ich habe nämlich nicht beim FC Liverpool gespielt, sondern beim TSV Wachtmann-Wankum in der Kreisliga B. Also möchtest du vom Elfmeter schießen oder schaffst du das? Ich probiere das mal jetzt. Aha. Ah, jetzt drüber, shit. Interessant. Aber auch links. Ja, vor allem, wie komme ich jetzt darüber? Athletisch. Kann ich da jetzt rüber? Du kannst da draufstehen auf die Bande. Das ist kein Problem. Ja, okay. Aber will sich vielleicht gleich jemand hinstellen? Oh. Opa. So. Beim Giovanna Elber haben wir den sogar mal über den Zaun geschossen, also ich. Dann geht's. Und dann müssen wir noch viel, viel länger suchen. Das sieht wahrscheinlich super aus gerade, oder? Okay, nach 2 Schüssen steht es 0-0. Erik, dein 2. Versuch. Oh, Meier. Oh! Von unten sollst du leicht ranhauen und ich dann sag, jo. Ja, dann braucht man den Ball auch nicht holen, ne? Liegt er wieder fertig. Ja, eben. Ah, nicht verkehrt. So, Erik führt nach den ersten 2 Versuchen mit 1-0. Übrigens, bisher hat nur Jens Nowotny gegen mich gewonnen. Okay. Also. Na, dann strengen wir uns mal an, ne? Oh. Es bleibt beim 1-0. Jetzt mein 3. Ach komm, einer muss drin sein. Einer muss drin sein. Nur Jens Nowotny. Nein! Fuck, ey. Die Glückssträhne ist vielleicht echt vorbei. Aber war sehr eng. Verdammt, ey. Aber es gibt 1-0 nach 3 Versuchen. Es gibt nur Schwanger und nicht Schwanger. Ja. Nein. Ah. Zu wenig. Es bleibt knapp. Es bleibt knapp. Zu wenig. Plastik im Spiel. Jetzt. Oh, es kommt Wind. Ja! Da ist er! Jawohl! 1-1. Der entscheidende Schuss. Was machen wir, wenn wir beide 1 haben nach 5 Schüssen? Einigen wir uns auf einen Unentschieden oder willst du es ausspielen? Dann möchte ich noch einmal schießen. Okay. Ah! Eieiei! Eieiei! Nein! Nein! Der war zu hoch. Shit, ey. So, dann machen wir jetzt Sudden Death, oder? Ja. Bis einer trifft. Immer ein Schuss. Es geht weiter. Es bleibt spannend. Ganz heiße Kiste hier. Grobe, Erik. So. Ja. Ei! Ei! Das habe ich gespürt. Ei, ei, ei! Bela Reti würde jetzt sagen, so sieht ein Volksheld aus. Kannst du dich daran erinnern, dass er das gesagt hat? Ah, entschuldige.
Ich bin gespannt. Oh, schauen wir mal. Bau den Druck auf. Komm. Nein! Vorbei. Geschlagen worden. Sehr gut gespielt, Erik. 2-1 für dich. Das war das Lattenschießen. Ich hoffe, es hat euch Bock gemacht. Mir hat es echt Spaß gemacht. Erik hat gewonnen, verdient. Damit ist es vorbei. Ciao. Wenn ihr weitere Lattenschießen sehen wollt, dann klickt hier oder hier. Giovanna Elber, Carsten Ramelow. Und dann schaut ihr mal, wie es da ausgegangen ist.